Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Bloxer und Freunde, wir haben heute den 11.12.2021, bekanntlich ein Samstag. Mir geht es immer noch so lala, aber das soll uns ja nicht hindern, hier heute für euch mal wieder alle Türchen zu öffnen und euch einen tollen Fakt zu geben. Ein Fakt ist, ich bin jetzt geboostert hier und mein Arm tut ein bisschen weh, aber jetzt kommen wir zum Fakt, denn Indiana kennt keinen Schmerz. Denn am 11.12.1963 lief zum ersten Mal der Abenteuerfilm Winnetou von Karl May bzw. mit Lex Barker und Pierre Brice in den Hauptrollen in den deutschen Kinos an. Und jetzt verrate ich euch mal was und ich hoffe, meine Mama guckt jetzt nicht zu. Meine Mutter hatte früher ein Bravo-Poster von Pierre Brice und war in den Typen verschossen. Lassen wir das bitte nicht meine Mama erzählen, dass ich das hier im Internet erzählt habe. Ich nehme zur Beruhigung einen kleinen Schluck. Und dann geht's an die Kalender. Deswegen seid ihr ja heute hier und nicht wegen meiner Mama. Wobei es ganz schön wäre. Lasst mal bitte für meine Mama eine 8 in den Kommentaren. Grüßt sie mal ganz lieb. Vielleicht guckt sie doch nochmal irgendwann hier eines meiner Videos auf YouTube. So, fangen wir mal an mit unseren Kalendern. Indianer passen zwar 0 zu Ninjago, aber irgendwie ja doch. Sind ja auch irgendwie Eingeborene. Machen wir hier zack, zack, zack. Und oh, hier schon wieder kaputt gegangen. Man muss hier echt aufpassen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber was ich überhaupt nicht schade finde, nach den ganzen vielen gestern in Anführungszeichen Gelumpe, sage ich jetzt mal, haben wir jetzt hier eine Minifigur. Finde ich richtig cool. Einen Bösewichten. Richtig gut. Ich glaube, da haben wir keine Anleitung. Genau. So, jetzt hier muss ich aufpassen. Der Kalender ist schon ziemlich mitgenommen. So, dann machen wir hinten weiter mit Harry Potter. Wenn alles gut läuft, schaue ich mir heute noch oder morgen einen Harry Potter Film an. Da haben wir es. Türchen 11. Da. Bitte auch eine Minifigur, das wäre gut. Ha, ja, wir haben den Gringotts-Typen. Wir hatten ja gestern seinen Schreibtisch, seinen Sekretär. Hier haben wir den dazugehörigen Sekretär. Also ihr wisst, was ich meine. Da haben wir ihn. Ein Gnom oder Elf oder wie auch immer. Oder Elfengnom. Dann bei Friends. Da müsste eigentlich auch mal wieder Mädchen an der Reihe sein, am Start sein. Ein Figürchen. Schauen wir mal. Die Elf müsste hier sein. Wir haben jetzt nämlich so viele Tischchen gebaut. Nein, aber es bleibt in der Küche. Da ist sie und wir bauen den Herd. Finde ich aber richtig cool. Den Herd und eine Schüssel mit Cookies. Also so ein bisschen Möbel für so Räumlichkeiten kann man nie genug haben. Es gibt ja das ein oder andere Lego-Modular, was ein bisschen mau innen drin ist. Und auch gerade bei den Asiaten. Da kann man schön das so mit Friends-Möbelchen ausfüllen. Muss nicht immer Ikea sein, kann auch Lego Friends sein. So, apropos Friends, die größten Friends aus dem Marvel-Universum, die Avengers, die Rächer-Initiative. Hier die Elf. Bitte Minifigur, bitte drückt ihr auch die Daumen eigentlich wie ich. Bitte Minifigur. Ja, wir haben... Ich mach's noch nicht. Wir machen es erst gleich, wenn wir die Figuren auch bauen. Wir haben hier Thanos mit seinem Sack. Das lasse ich mal dahingestellt. Aber er hat einen. Also, das hier. Wo ist er denn? Da ist er. Und da seht ihr ihn auch nochmal. Und gleich seht ihr ihn, wenn ich meinen Snap gemacht habe. Aber erstmal müssen wir noch den Friends-Kalender öffnen. Den finde ich so schnuckelig. Ich glaube, ich sag's immer wieder. Hier dieses Lila oben so, was so schimmert, finde ich richtig gut. Aber auch hier hatten wir lange keine Minifigur mehr. Wobei wir hatten das beide, das Pärchen, was hier Schlittschuh gespielt hat. Einen Helikopter. Helikopter, denn Bugattis sind für... Ihr kennt das vielleicht, oder? Ein Mallorca-Schlager, Medikopter 117, musste ich gerade dran denken. So, kein Mallorca-Schlager, sondern ein All-Time-Schlager, ein All-Time-Favorite für mich. Star Wars. So, bitte. Ah, wobei, da hatten wir einen Sandmann, da kommt heute nichts. Da kommt heute nichts. Ein X-Wing. Richtig cool. Ein richtig cooler X-Wing. Ups. So, Freunde, ich packe das hier zur Seite. Und dann, passend zum Herrn Thanos hier, den Mann mit dem größten Kinn nach Michael Schumacher, seht ihr, wie das hier alles fertig aussieht. Ja, Freunde, passend zum Snap fangen wir auch gleich an mit den Herren des Snaps. Vielleicht war er sogar Mitglied bei der Band Snap. Hahaha. Hier ist er, Thanos, der Rächer, der Bösewicht aller Bösewichte mit seinem purpurfarbenen Kopf, seinen Sack und seinen Gauntlet. Und es waren noch zwei... Ups, da fällt er runter, so mächtig ist er gar nicht. Und er hat noch zwei schwarze Studs dabei gehabt.
Also zwei, einmal eins Round Bricks, Dingsbums, Plates, Mini-Dinger. Die habe ich irgendwie nur die Füße gepackt, damit er etwas größer wirkt. So hat er zwar ein bisschen Stöckelschuhe, aber meine Güte, so ein bisschen was Feminines schadet ihm ja nicht. Also coole Minifigur. Wir wissen, einigen ist es ja eine große Minifigur, aber so ist es ganz cool. Und ich finde auch schön, dass er, trotzdem er die Hälfte alles Lebens im Universum ausgelöscht hat, trotzdem noch zur Weihnachtsfeier der Avengers eingeladen wird. Weil es ist halt so, gute Kunden, ne? Wechselbeziehungen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber ganz cool, jetzt habe ich die Minifigur und lilane Elemente mag ich bei Lego ganz besonders. Siehe den fahrenden Ritter. So, er kippt dann dauernd um wegen seinen Stöckelschuhen. Er muss vielleicht bei Herrn Danell mal Nachhilfe nehmen. Oder bei Jorge. So, dann kommen wir aber zu meinem, kann ich auch jetzt schon sagen, Highlight. Hier den Ofen von Friends mit Bratpfanne. Wobei ich nicht genau weiß, warum eine Bratpfanne, wenn man da Cookies drauf macht. Aber egal, mit den durchsichtigen Türchen. Wir haben hier einen Milchkarton und den kann ich euch echt nicht so gut zeigen, weil der ist bedruckt. Der sieht richtig nice aus. Also richtig cool für jede Räumlichkeit was. Und einen ganzen Teller voller Cookies. Drei an der Zahl. Ich kann nicht zu weit kippen, sonst fällt es runter. Und zwei Steinchen haben wir über. Richtig cool. Und Leute, was anderes. Was denn hier bei Star Wars los? Einen X-Wing. Richtig cool. Okay, wir kennen diese Bauart jetzt schon ein paar Mal, wenn man zum Beispiel die Star Wars-Hefte kauft in den Tütchen und so. Aber der ist cool. Der sieht schön aus. Ich muss meine Holde noch überreden, dass ich mir den so ein bisschen in den Quatsch, in den Weihnachtsbaum hängen darf. Also er sieht cool aus. Das mache ich einfach. Ich mogel den da einfach rein. Mit dem Bindfaden kommt der ran. Mein eigener X-Wing. Und das ist der Hammer. Fast noch genauso viele Teile wieder über. Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht verbaut haben, aber wir haben hier bestimmt boah, sieben Steinchen noch über. Richtig ergiebig. Ja, ergiebig. Bei JB Spielwaren gab es einen bösen Schergen. Hier eine Minifigur. Schön bedruckter Torso vorne und hinten. Und hinten halt diese zwei Böppel. Dem Helm mit der Brille kann man hochmachen. Und der Kopf ist ja auch wunderschön verbandagiert. Auch hinten wie vorne. Die Figur ist vorne wie hinten bedruckt. Gefällt mir so ein böser Scherge. Wenn ihr wisst, wie man diesen Herrn nennt, bitte seid so frei und schlaut mich auf unten in der Kommentarsektion. Mir entzieht sich das Wissen bei Ninjago, welche Mitgliedschaft dieser Herr hat, in welcher Vereinigung, wo man ihn zu verorten kann. Vielen lieben Dank im Voraus. Ja, und dann der Medikopter 117. Hier sieht eher aus wie ein Kampfhubschrauber mit den zwei Raketendingern hier, so habe ich als Kind das immer gespielt, aber er ist richtig cool, schön gebaut, so einfach, das mag ich an den Adventskalendern, wenn man wirklich mit simplen Steinchen hier diese kleinen Figürchen baut, das ist richtig cool. Auch hier natürlich wieder bei City drei, vier Steinchen über, drei Stück. Und apropos über, da kriegen wir bestimmt nichts einfach mal so raus aus den Schlössern. Das ist der Herr hier von Gringotts, er hat sogar gleich zwei Schlüssel dabei für wahrscheinlich ein Schließfach. Sehr geizig, wahrscheinlich ein Schwabe. Ich denke mal, dass die irgendwie aus dem Schwabenländle kommen. So ein bisschen, ne? Ei, mir macht hier nichts auf. Wir brauchen erst zwei Schlüssel. Also richtig cool. Also, wir haben hier wirklich, wie ich richtig vermutet hatte, drei Minifiguren nach der Ausbeute der letzten Tage. Richtig ein Fest wieder. Und ich hoffe, ihr habt schöne Feste jetzt. Morgen ist ja wieder Advent. Da freue ich mich drauf, dass wir uns sehen beim dritten. Ihr wisst, die Zahl 3 ist für mich etwas ganz Besonderes. Deswegen freue ich mich auf morgen. Bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar. Schön, dass du noch da bist. Immer noch in Weihnachtsstimmung? Dann schau doch hier eines der anderen Videos zu meinen Adventskalenderöffnungen. Oder wenn du keinen Bock auf Weihnachten hast, aber Bock auf Klemmbausteine und tolle Geschichten, dann schau hier unten dieses Video an. Sicherlich auch was für dich. Und wenn du dann immer noch nicht genug hast, darfst du mich gerne auf dem großen Blockstar-Logo abonnieren. Auf Wiederbauen!